Was geht ab, Homes? Willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles. Wo sind wir denn letztes Mal stehen geblieben? Irgendwo, wo es auf jeden Fall ernst wurde. Denn Shulk hat jetzt mehr oder weniger die Aufgabe bekommen, die Welt zu retten. Darauf habe ich gewartet, bis der Protagonist endlich die Mission bekommt, die Welt zu retten. Denn darauf läuft jedes JRPG hinaus. Und das haben wir jetzt wieder erreicht. Ja, denn wenn der Shulk Scheiße baut, dann wird Bayonis auferstehen und dann werden alle Menschen sterben. Wenn er keine Scheiße baut, wenn er sich richtig gut anstellt und die Mekons vertreibt, dann bleibt der Bayonis weiter im Schlaf und die Menschen können weiterleben. Sprich, ist wieder ein weiterer Protagonist, auf dessen Schultern die Last der Menschheit liegt. Oder der Welt, wie auch immer. Oder des Bayonis. Einen Monat zuvor. Okay. Zeig dir meine Vision. Oder was macht er mit ihm? Das ist die Gefängnisinsel, oder? Das ist das auch, was Shulk gesehen hatte. Sprich, er wusste schon vorher mehr oder weniger, dass Shulk kommen wird. Can this be true? It will happen soon. I saw Melia. She was fighting a battle against a Mekon with a strange group of arms. Yes. That sword, could it be the... Could it possibly? And that location, was it... The vision is a sign. By your will, it can be changed. For now, we must consider all things. Everything. The capital. And the lives of our people depend on it. Okay. Also, das ist jetzt alles irgendwie seltsam. Wow! Take a look at that! A high-end-tier air show! Bird people fly higher than Nubbon birds! Meow! They've got some neat tricks. Shulk! I think that's Melia up there. Melia! By the authority of our divine ancestors, I, Melia Antiqua, am honored to accept the responsibility of becoming your next benevolent ruler. Should I be deemed unworthy of this calling, or fail to protect the ancestors or the Bionis, I promise here and now to throw myself on the mercy of you, the people. Melia, ich bin King von dir. That fragile girl in the forest is a distant memory. But which one is the real Melia? Ja, was denkt wohl die wahre? I ask this not as Emperor Sorian Antiqua, but as a father. I do not demand that you act as Melia's protector, but I would be honored if you would be her friend. No, it's not like that. They're one and the same girl. I think. Glaube ich. Ja, aber das ist jetzt alles irgendwie seltsam, dass der Vater eigentlich schon alles vorher wusste. Wollte er vielleicht Shulk nur so ein bisschen prüfen, sage ich mal. Und dadurch, dass er dann Melia und so weiter gerettet hat, hat er gesehen, okay, der Junge hat's drauf. Ich überlasse ihm den Job. And what did you see, Alvis? Oh, it's you. Don't play games. No need to be angry. I only wanted to analyze the boy. Alvis? Which was the point, no? I did not interfere with your ministerial affairs. In fact, you should be thanking me. I wonder if he feels the same. We have all the information we need. We know that such a Telethia cannot hurt them. You see? Nothing can befall him before he sees his dream fulfilled. Hey,
Iris, ich habe eigentlich dich gemocht und dir vertraut. Und jetzt stehst du da mit Lorifa und redest so ekelhaft über Shulk. Ich habe ihn nur analysiert. Brand spanking new. Nothing like an ether change and a new paint job. We don't need her. Look at me. Look at me, goody Nemesis. Let's just see if you hold back the screams when his blade gets a taste of you. I love a warm welcome. Let's settle this machine to machine. Ja, da haben wir auch schon das Eisengesicht, das irgendwo bei der Gefängnisinsel sein soll. Da ist er. Kann man sich noch an sein Level erinnern? In den ganzen Kämpfen vorher? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. So they've got a new crown princess. Three cheers for Melia. Right, but we're still no closer to that murdering-faced Mekon. Once we reach Prison Island, we'll get our chance. I've seen us there. It must be true. Shulk, man. Maybe we can still persuade Bigwings. Melia's crown princess now. I reckon the Emperor might change his mind. Maybe. Rhine, the Emperor's request was clear. Give him time. There's more to this island than we know. Things are at play here that reach beyond our understanding. Stimmt, der König wollte ja erst noch entscheiden, ob wir da drin dürfen. Ricky and friends visit Melly now. Hey, the owls are talking, Pops. Ricky want to see Melly. Ricky think Melly's sad too. She might like the distraction. All those stiff ceremonial duties. You decide, Shulk. Ricky say yes. Ja, Mann, lass gehen. Wir wollen Melly ja einen kleinen Besuch abstatten. Ihr ein bisschen gute Laune geben. Ja, sie ist wahrscheinlich gerade noch ein bisschen... aufgewühlt, ja. Ich meine, sie ist jetzt die nächste Kaiserin. Ich bezweifle, dass sie sich gerade denkt, oh geil, mein Leben ist super toll. Die denkt sich bestimmt gerade, oh mein Gott, kann ich das, werde ich das schaffen? Bin ich dieser Aufgabe überhaupt gewachsen? Wieso ich? Wieso nicht Kellyan? Und hast du nicht gesehen? Deshalb gehen wir hin und beruhigen sie ein wenig. Ja, so, was wollte ich sagen? Ach ja, genau, zu den letzten Parts. Hi, ich bin ein Vollidiot. ich habe mir die ganze Zeit, ich habe die letzten drei Parts ja am Stück aufgenommen. Und ich glaube, ich habe in jedem Part, im zweiten davon, gab es nicht, aber auf jeden Fall im ersten und im letzten, habe ich mich die ganze Zeit darüber gewundert, wieso ich die Spione nicht angreifen konnte, wieso ich denen keinen Schaden machen konnte. Ich bin ein Vollidiot. Ja, das habt ihr auch oft genug in die Kommentare geschrieben, dass ich ein Vollidiot bin. Legruf! Oh nein, was soll ich denn tun? Mein Freund Galvin hat sein Selbstvertrauen verloren. Den kennen wir doch schon. Er war auf einer Mission fast von einem Monster erwischt worden. Wir trainierten fleißig, um ihnen Mut zu machen, erneut anzutreten. Das hört sich nicht gut an. Schreckliches Problem. Ricky hat Angst, Flutinstinkt. Ganz ruhig, Ricky. In solchen Situationen muss ein Heldenporn die Nerven behalten. Aber ich wurde vor kurzem mit einer anderen Mission beauftragt. Galvin wird sich diesem Monster also wohl alleine stellen müssen. Meinst du nicht, dass du dir viel zu viel Sorgen machst? Nur weil er einmal verloren hat, musst du ihm nicht gleich helfen. Leider ist so etwas schon mehrmals passiert. Galvin hat momentan kein Glück. Wenn ich ihm nicht helfen, kommt er nie wieder raus aus diesem Tief. Machen wir schon. Ich muss einfach nur ein paar Kräne besiegen. Helft mir bei meiner Mission. Das ist wirklich nett von euch. Gut, ich kümmere mich drum. Okay. Ja. Ich bin ein Idiot, ich habe ja gesagt, hey, wieso kann ich denen keinen Schaden zufügen, bla bla bla. Das liegt einfach daran, dass es ja Menschen sind. Und das Monado kann ja Menschen keinen Schaden zufügen. Wobei das natürlich ein bisschen schwierig ist zu sagen, weil ich meine, gibt es ja keine Menschen. Es gibt zwar die Homes, die zwar den Menschen sehr ähnlich sind, aber die Hyantia, sind das Menschen? Sie sehen zwar auch menschenähnlich aus, aber die sind ja mit ihren komischen Flügeln auf dem Kopf und so ein Kram und mit ihrem komischen Magiezeug und so weiter.
sind, und die sind ja auch ein komplett anderes Volk. Ein komplett anderes Blut, eine komplett andere Rasse. So, das war das Wort, was ich gesucht habe. Deshalb, kann man sie auch als Menschen betiteln? Kann man hier überhaupt irgendjemanden als Menschen betiteln? Ja, wenn man jetzt davon einfach ausgehen würde, ja, einfach alle Lebewesen auf dem Bionis kann man keinen Schaden zufügen mit dem Monado. Ja, aber was ist mit den ganzen Monstern, die ich ganze Zeit hier töte auf dem Bionis? Den kann ich ja auch Schaden zufügen. Dann könnte man natürlich sagen, hey, es geht eigentlich nur darum, dass man humanoiden Gestalten keinen Schaden zufügen kann. Aber ich habe auch Monster besiegt, die auch eine humanoide Gestalt hatten. Ich meine, zum Beispiel diese Truthähne. Klar, es waren Truthähne, aber die waren ja schon so von ihrer Art schon so ein bisschen humanoid, sage ich mal. Oder die Echsen. Klar, es waren Reptilien, aber die waren von ihrer Art auch schon so ein bisschen humanoid. Oder? Deshalb schwierig, das zu Dingens. Oder Holmes und Hyantias sind das Gleiche. Nur vielleicht, dass Holmes oder Hyantias eines von den beiden eine weiterentwickelte Rasse ist. Ja. Ach ja, und ich sollte noch etwas gucken. Also entweder wird das eine riesige Plotlücke geben bezüglich des Monados, oder dass die Hyantias und Holmes irgendwas gemeinsam haben, weswegen man keinen Schaden bei denen zufügen kann. Was soll ich nochmal machen? War das sonstiges? Nee. Ich sollte mir bei dem Harmoniediagramm das Alter der Hyantias angucken, weil mir wurde gesagt, ich werde da wahrscheinlich sehr verwirrt sein. Ich denke mal, das geht davon aus, weil sie alle alt sind oder so. Kann ich mir die Melia nicht angucken? Wie konnte man die Charaktere nochmal angucken? Spitze des Bionis? Das gehört einfach zur Spitze. Okay, ich dachte, da wird dann Alkamov stehen oder so. Bist du von Spitze des Bionis? Wo haben wir denn hier irgendwelche Alkamov-Leute hier? Die müssen dann hier irgendwo sein, ne? Hier. Charlene. 144 Jahre alt. Nice. Wer war nochmal Charlene? Charlene war die auf dem Turm, ne? Das war jetzt kein allzu wichtiger Charakter, glaube ich. Genau, Leuchtturmwärterin. Lecruf, den haben wir gerade getroffen. 115 Jahre alt. Galvin, 177 Jahre alt. Ne, das ist ein anderer Typ. Das ist nicht Kellyan, weil der Name klingt fast ähnlich. 162 Jahre alt. Galdo. Donis, 200 Jahre alt. Gibt es hier irgendwo Melia? Ich würde gerne wissen, wie alt Melia ist. Ist sie auch schon über 100? Oder gibt es hier Melia gar nicht? Die eigenen Charaktere gibt es hier, glaube ich, gar nicht, ne? Telan will Forscher werden. Wer war nochmal Telan? Ist ziemlich jung noch, 42. Okay. Also ich kann mir leider nicht die Charaktere hier angucken, wie alt die sind. Oder? Ich glaube nicht. So, ja. Ich sehe gerade, dass da schon von Schulk aus mittlerweile zwei so Wölkchen gibt. Zwei Wölkchen-Smileys. Das heißt, wir könnten vielleicht ein neues Harmoniegespräch haben. Bei ihr ist auch schon blau. Ne, aber bei ihr hatte ich schon ein Gespräch gehabt, das blaue. Ich guck mal kurz, ob da was Neues sich entwickelt hat. Das war auch hier. Harmoniediagramm, Harmoniegespräche. So. Mal gucken, ob sich hier was Neues entwickelt hat. Ja, tatsächlich, hier. Bein des Bionis. Okay, da muss ich gleich mal suchen, wo das sein könnte. Eigentlich habe ich heute gar keine Zeit dafür. Ne, machen wir das morgen. Weil das Problem ist gerade, was ich habe. Ich nehme gerade, also normalerweise nehme ich ja immer vorab auf bei Xenoblade. Heute nehme ich aber genau am selben Tag auf. Also wenn ihr das heute seht, habe ich gerade diesen Part vor 2 Stunden aufgenommen. Dementsprechend kann ich hier gerade nicht so viel rumlaufen und rumcutten und so weiter. Sonst kommt der Part heute nicht mehr um 17 Uhr. Deshalb machen wir das morgen. Ich habe auch noch ein weiteres Problem mit der Zeit, weil ich jetzt gerade so ein bisschen unter Zeitdruck bin. Und zwar spreche ich gleich noch an, nach der Katze. You came to see me. Ricky's friend, Millie. Oh, Millie looked amazing before. Oh, Ricky's so proud. Really? It all happened so fast. Das sind ihre Flügel. What a stunning garden. Sie hat ihre Mütze weg. The arrangements, the fountain. When the colony is up and running, can I steal some ideas? My late mother adored this place. Late mother? But I thought your mum was... No. Her Highness, the First Consort, is not my birth mother. Members of the Imperial family must take 2 wives. One Homs, one Hyantia. My mother is the Second Consort. I am half Homs, half Hyantia.
Die müssen. Melia. Millie live here? Yes, Ricky. Since I was young, I cannot walk outside as you see me now. So this garden gives me much relief. What's wrong with how you look? Who cares if you're half-arms? You'll always be you. Their way of thinking differs from ours. Different ways, different morals. So that's why you wear a mask in public? Yes. Shulk, in less than an hour there will be a banquet in the palace. I would like you all to come. Oh, Ricky is so hungry, he could even eat Smelly or Luca. There'll be plenty to eat. Finally, some decent grub. I haven't eaten anything since breakfast. What's on the menu? Any Hyentia specials? Do not embarrass me at this dinner. Expectations lead to disappointment. We are talking about Rhine here. What? That's the last time I sit next to you, then. I have much to prepare. I will have someone call for you later. We can't wait. Is there something wrong? No. You are a funny one. Oh nein. Bitte nicht sterben. Hallo? Der Kaiser. Oh lol. Deshalb hat er in der Vision vorher geschrien, du wirst dafür büßen, was du dem Kaiser getan hast. It's the Emperor. Father. Another vision. Shulk, what did you see? On that tower. On Prison Island. What does the siren mean? Mekon! They're coming! Also es war ja schon vorher in der Vision klar, dass hier die Mekons auftauchen werden. Aber die Frage ist, wieso kommen die jetzt hier hin? Was verbirgt sich da auf der Gefängnisinsel? Was ist jetzt daran so... Irgendwas ist da Besonderes. Entweder wollen sie verhindern, dass wir da hinkommen, oder sie wollen etwas dort holen, bevor wir es holen. Report! Yes, sire. We received a report from our south station. Mekon are approaching. Impossible! Kellion, your sister's time has come. Your Majesty. There is only one course of action left. We will not waver from our destinies. Du rennst gerade genau auf dein Schicksal hinzu. Father! Kellion, take charge of the capital's defenses. I will go to Prison Island. Du rennst gerade genau auf dein Schicksal zu. Du versuchst nicht das Schicksal zu bekämpfen, sondern genau darauf hinzu, dass du sterben wirst. Tell me, what happens to my father? It follows my last vision. We're on Prison Island. Metal Face and your father are... Prison Island? Why would father go there? No! I must go to the palace. I must stop him. I will go to the audience chamber. Wait, Melia. We're coming too. Ja, auf jeden Fall ist irgendwas auf dieser Gefängnisinsel. Jetzt vor allem, dass der Vater auch noch dahin will. Also da ist irgendwas. Oder er geht nur dahin, weil er von Alvis die Vision gesehen hatte, dass Melia sich dort auch befindet. Und vielleicht will er hauptsächlich wegen Melia dahin, um sie halt zu beschützen. Kann natürlich auch sein. Aber ich denke mal, da steckt viel mehr dahinter. Und der Kaiser weiß auch, dass da irgendwas auf der Gefängnisinsel irgendwas Wichtiges ist. Irgendwas Wichtiges ist, was irgendwie dazu beitragen wird, ob der Bajornis weiterhin
schlafen wird oder nicht. Irgendwas wird da sein. Ja, irgendwas. Ja, und was ich jetzt noch ansprechen wollte, wegen des Zeitdruck, was ich jetzt gerade angefangen habe anzusprechen, und zwar, ja, ich habe sehr viele Quests in meinem Questlog, die, ja, bald auslaufen. Weil sich jetzt wahrscheinlich irgendwas hier storymäßig etwas verändern wird. Ich weiß nicht, was es verändern wird, aber das war auch bei Kolonie 6 auch so, als die halt alle in diesem Lager gelebt haben noch und noch nicht in der Kolonie 6. Kurz vor diesem Wechsel hatte ich auch dann bei sehr vielen Kolonie 6 Quests so ein Ursymbol gehabt, dass diese Quests halt demnächst auslaufen werden und halt ich sie verlieren werde, nicht mehr machen kann. Und das hing dann halt damit zusammen, dass dann in der Story das Ereignis dann passierte, dass halt dann, ja, sie dort abgehauen sind und dementsprechend dort mir keine Quests mehr gegeben haben, sondern halt, ja, dann alle in Kolonie 6 waren und nicht mehr in einem Lager. Und wahrscheinlich wird hier demnächst jetzt auch irgendwas Ähnliches passieren, dass ich halt, ja, die Quests hier irgendwie nicht mehr annehmen kann. Oder weitermachen, die Quest rein. Also entweder wird irgendwie Alkamov vielleicht hier zerstört oder vielleicht werden die Leute aus Alkamov fliehen oder sowas. Keine Ahnung, auf jeden Fall wird hier irgendwas passieren. Und das ist jetzt das Problem, was ich habe. Ich habe nämlich keine Zeit jetzt zwischendurch zu großartig zu leveln. Ja, weil ich würde heute schon gerne wieder den morgigen Part aufnehmen, weil ich morgen weg bin. Ja, das heißt, ich muss den morgigen Part auch auf jeden Fall heute aufnehmen. Heute Abend ihn aufnehmen, wird auch ein bisschen schwierig. Also aufnehmen könnte ich ihn schon heute Abend, dann müsste ich aber bis heute Abend leveln. Aber ich bin heute auch ein bisschen busy, weil ich heute muss ich noch einkaufen fahren. Dann kommt heute noch die Nintendo Direct auf der E3 und so weiter, die will ich mir noch angucken und so ein Kram. Ich weiß nicht, ob ich das dann noch zeitlich hinkriege, dann auch abends aufzunehmen. Oder nicht aufzunehmen, sondern bis dahin noch bis zum Abend noch zu leveln. Es ist ein bisschen schwierig, zu leveln, zu questen, ein paar Quests zu machen. Ja, ist alles ein bisschen schwierig gerade mit der Zeit. Ja. Und ich glaube, wenn ich dann noch einen weiteren Partner aufnehme, denn schon den dritten, dann kann sein, dass es schon vielleicht zu spät ist. Aber wobei, ich glaube, die Gefängnisinsel wird wahrscheinlich ein großer Dungeon sein. Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Schwierig, schwierig. Ja, ihr habt mir einen perfekten Zeitpunkt ausgesucht, um, um in so eine Lage jetzt zu kommen. Perfekter Zeitpunkt. Nice. Brother, where is father? Melia. The Imperial staff, it's... So father has gone. I... Kallion! The Emperor has proceeded to the island, alone. For the sake of the Empire. Why did you let him go alone? Father! His Majesty is fully aware. Alvis. Of what will happen to him. And what he must do before then. You saw something. I did. During our ancient divination ritual. If he knows, then why? Because he is the ruler of the Imperial family and all the High Entia. We must respect his decision above all else. But that doesn't mean... Trust him, Shulk. His fate was decided long ago. No! Shulk, we're going. Danke, Dunban. But Dunban! Respect? Destiny? We don't need rules to tell us when to save the people we care for. You too, Melia. Don't give up on him. The Emperor, your father, is going to die. Dunban! There's only one thing to do. Are you with me? Of course. But you can't. We are Homs. Do what you must. But your laws don't concern us. My apologies, Dunban. No apologies needed. So, Melia, what's it to be? We go to Prison Island. Wenigstens einer hat mal hier die Eier in der Hose. Dunban, du bist mein Schatz. Danke. Mein Gott, alle stehen da. Wir sind völlig in Respekt. Respekt, scheiß auf Respekt, Mann. Er wird sterben, wenn wir hier mit Respekt, Respekt. Scheiß auf Respekt. Was haben wir hier für ein Gespräch? Irgendwas Neues? Melia wahrscheinlich irgendwie sowas, oder? Hallo? Hallo? Alter, diese komischen Harmoniegespräche, ne? Ja, Shulk Melia, okay. Diese eklige Lorifa. Du bist so eine eklige!
Du bist doch die, die den Nemesis erstellt hatte. Du bist doch eine Böse. Genau wie Alvis. Seine Majestät ist zur Gefängnisinsel aufgebrochen. Er ist so tapfer. Wieso lacht sie so ekelhaft? Und ihr, ihr werdet ihn sicher beschützen, richtig? Sie ist, ja. Sie ist auf jeden Fall die. So klingt das auf jeden Fall. Als wäre das alles so geplant. Ich weiß Dunbans Entschlussfreude zu schätzen. Seine Majestät ist ganz allein zur Gefängnisinsel aufgebrochen. Bitte, helft seiner Majestät, meinem Vater. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir raus aus der Stadt. Ich muss ja direkt wahrscheinlich straight zu der Insel. Die Frage ist, wie komme ich dahin? Ich kann mich nicht teleportieren, oder? Ne, ich muss laufen. Weil wahrscheinlich jetzt kommt hier eine Cutscene oder sowas. Die Mutter kommt bestimmt jetzt und sagt, na. Nicht. Genau das wird sie sagen. Nicht. Oder irgendjemand wird uns jetzt aufhalten. Irgendwas passiert jetzt auf jeden Fall. Weil, oder ich muss da hinten rausspringen. Ich springe da hinten raus. Ah, da ist noch. War ich hier schon mit dem Harmoniegespräch? Habe ich das schon aktualisiert? Wisst ihr, wo ich mir die Frage auch stelle? Ich habe ja immer noch so Harmoniegespräche, wo halt immer Ryan und Melia. Das gefällt mir nicht, dass die ein Herz haben können. Das gefällt mir nicht. Dass halt immer noch manche Gespräche immer noch nicht angezeigt werden. Also wo dann einfach nur steht, hey, dieses Harmoniegespräch ist gerade noch nicht erreichbar, bla bla bla. Dass es vielleicht irgendwie damit zusammenhängt, dass ich vielleicht die Charaktere aktiv haben muss. Kann das sein? Ich habe da nie drauf geachtet. Ob das zufällig dann genau die sind, die dort gezeigt werden. Weil ich meine, die Gespräche, die man schon hat und die man starten kann, da muss man hier auch die Charaktere aktiv haben, die an dem Gespräch beteiligt sind. Also wer weiß, vielleicht brauche ich dafür auch irgendwie sowas. Wir können das ja gleich mal kurz probieren, indem ich einfach wieder zu dem Dingens gehe. Hab ich auch schon aktualisiert. Genau, sowas hier. Dieses Harmoniegespräch kannst du noch nicht führen. Ja, und jetzt versuche ich einfach mal, Charaktere zu wechseln. Packen wir mal Ricky raus. Nein, das war dumm. Packen wir Ricky raus. Ich habe bei Ricky gar nichts gesockelt. Nice, muss ich mal machen. Ich glaube, ich habe ihm alle seine Sockel rausgenommen. Ich glaube, ich habe sie alle Melia gegeben oder so. Okay, das geht auch nicht. Ja, wahrscheinlich funktioniert das nicht so. Wahrscheinlich geht das auch so. Oder? Mal so. Alter, diese Ladezeiten. Als ob ich jetzt wirklich alle möglichen Kombinationen testen werde. Dafür müsste ich aber dann erstmal Dunbin drin lassen. Und Schala rein. Dann habe ich gleich alle Kombinationen durch. Ich müsste Schulk mal gleich rauspacken. Und dann geht das schneller mit den alle Kombinationen durchtesten. Ich brauche einmal die Bestätigung. Ja, ich brauche einmal die Bestätigung. Weil ich habe da nie wirklich so krass drauf geachtet. So, dann kann, wenn ich jetzt theoretisch Schulk rauspacke und dann Ryan reinpacke. So. Dann habe ich die Charaktere auch abgedeckt. Und jetzt müsste ich nur noch Melia hier vielleicht noch rein. Ich habe nicht alle Kombinationen durch. Ich muss nur mit Ricky alle machen. Also wir brauchen noch mit Ricky. Jetzt packe ich einfach nur Dunbin weg. Pack jetzt hier Ricky rein. So. Und dann muss ich gleich noch einmal Melia raushauen oder Schale raushauen und dann Ryan da reinpacken. Okay, geht auch nicht. Ja, es wird wohl nicht so funktionieren, wie ich gerade das denke. Es wird definitiv nicht so funktionieren. So, und so müsste ich jetzt eigentlich theoretisch alle Kombinationen durchhaben. Nee, okay. Okay, ich musste das einmal machen, Leute. Für die Wissenschaft. Ja, für die Wissenschaft. So, du hier rein. Nein. Ich brauche Dunbin hier hin. Und dann den guten Ricky. So. Ja. Gut. Kann ich mich jetzt teleportieren? Ich möchte nämlich raus aus der Stadt. Oder muss ich immer noch laufen? Ich muss halt echt noch immer laufen. Oder bedeutet das Rote gar nicht, dass ich mich nicht teleportieren kann?
Nee. Kann ich nicht. Was ist, wenn ich einfach komplett rausgehe aus der Karte? Alkamov, Erifmeer. Nee, ich muss laufen. Ist das euer Ernst? Als ob ich jetzt durch diese riesige fucking Stadt laufen werde. Die ist doch viel zu groß. Aber ich bin jetzt auf jeden Fall in einem linearen Queststrang gefangen, wie es aussieht. Sonst könnte ich mich ja teleportieren. Das heißt, vielleicht ist es jetzt schon sogar zu spät, die Quests retten zu können, die ich retten wollen würde. Vielleicht ist es jetzt schon zu spät. Das wäre unschön. Aber ich habe halt echt die nächsten Tage keine Zeit. Oder ich müsste ein Part ausfallen lassen. Ich sollte, mir wurde auch geschrieben, ich sollte mal hier auf diesen Dingern hier rumspringen. Aber ich verstehe nicht, was daran jetzt... Also die Physik ist auf jeden Fall komisch. Aber... Ich verstehe nicht genau, was daran jetzt so lustig sein sollte. Weil es haben mehrere Leute geschrieben, hey, spring mal auf den Rolltreppen rum. Das ist voll lustig. War jetzt nichts Krasses irgendwie. Ich fand das schon mit den Propellern in der Zentralgrube viel cooler irgendwie. Weil man dann immer da so mitgezogen wurde, auch wenn man in der Luft war. Das war seltsam. Das geht noch klar eigentlich. So, bin ich jetzt so am Haupteingang. Jetzt muss eine Cutscene kommen, oder? Jetzt wird man wahrscheinlich von draußen gleich die ganzen Mechons sehen, wie sie so rumfliegen und kämpfen. Das wollen sie uns wahrscheinlich zeigen, ja. This fly infestation is beginning to bug me. Nemesis. Unmanned craft built by ancient High Entia. Is it too much to hope this is the last of them? Eine Frau. Ginormous things at 12 o'clock! Ancient creatures that were sealed within Prison Island. They have us in their sights. They must be our target's pets. Perhaps. Let's see how they like this. Also da ist auf jeden Fall die Kacke am Dampfen. Ah, okay, ich sehe schon, ich muss per schwebende Riffs darüber. Ja. Da gibt es aber oben noch einen Eingang, wie es aussieht. Prison Island is just ahead. Oben und unten. Nice. Und mein Gamepad. Ich glaube, das liegt gar nicht an dem Gamepad, Leute. Ich glaube, das liegt an meiner Wiimote. Weil ich hatte das jetzt vor ein paar Tagen, habe ich ein Spiel mit dem Nunchuck gespielt. Und da hatte ich auch das Problem gehabt. Und das war dann definitiv, wenn ich das nicht die Pro-Controller. Das muss dann wahrscheinlich auf der Wiimote selbst liegen. Dass er die Verbindung ausfällt. Do we need to use the transporter? We do. But first we must unlock the seals. Seals? We need to unlock two seals to reach Prison Island. Then a door will appear before us. Showing the way. Got it. Okay. Move everyone. Siegel brechen. Das heißt, ich bin jetzt ein bisschen freier und kann jetzt ein bisschen questen. Sehe ich das richtig? Ja. Die zwei Siegel. Lass mich mal kurz gucken. Ich kann wieder teleportieren. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch wieder questen. Ich schau mal, ob ich das heute irgendwie hinkriege. Noch zu Dingensen. Zu questen. Mal schauen. Ich versuche es. Aber auch wenn ich es machen würde, ich würde trotzdem nicht so viel schaffen. Ja, mal schauen. Lasst euch überraschen. Ihr werdet es morgen sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Und ja, wir sehen uns dann morgen pünktlich um 17 Uhr. Wenn wir dann das Siegel brechen werden und losziehen werden zur Gefängnisinsel. Yay. Tschüss.